Hey, hey! Im heutigen Video probieren wir eine neue Auftragsmethode für Sonnencreme aus, die euch hoffentlich dabei helfen wird, nicht nur mehr Produkt zu verwenden, sondern dieses auch gleichmäßiger zu verteilen. Denn wie wir wissen, kommt es bei Sonnenschutzmitteln extrem auf die Auftragsmenge an, weil in der Testmethode, um die Schutzleistung eines Sonnenschutzmittels zu bestimmen, 2 Milligramm je Quadratzentimeter Haut aufgetragen werden und das entspricht fürs Gesicht zum Beispiel 1 Gramm. Und da die meisten Menschen viel zu wenig Produkt auftragen, ist das natürlich ein Problem und eine Sache, an der wir auch so ein bisschen arbeiten müssen. In einer Studie aus dem Jahr 2014 hat man sich genau diesem Aspekt gewidmet und versucht, eine neue Auftragsmethode für Sonnenschutzmittel zu erarbeiten. Denn leider tragen die meisten Menschen ihre Sonnenschutzmittel in unzureichender Menge auf, was auch durch etliche Studien belegt wurde. Laut den Studienergebnissen haben die 58 Probanden mithilfe der neuen Auftragsmethode nicht nur mehr Sonnencreme aufgetragen, sondern diese auch gleichmäßiger verteilt. Und deshalb dachte ich mir, warum probieren wir das Ganze nicht einfach mal aus? Dann lasst uns die Auftragsmethode mal ausprobieren. Ich habe hier mein Isntree Hyaluronic Acid Watery Sungel am Start. Ich glaube, man sieht, wie gern ich das habe. Ich versuche hier wirklich jeden kleinen Rest rauszubekommen. Und da das eine Sonnencreme ist, die ich richtig gut kenne, die ich tagtäglich benutze, kann ich auch die Menge mittlerweile richtig gut einschätzen. Deswegen passt die auch perfekt, um sie mit einer neuen Auftragsmethode auszuprobieren. Dann probiere ich diese Auftragstechnik jetzt endlich mal aus und würde ab und zu mal auf das Bild runterschauen. Also wundert euch nicht, falls ich nicht ständig in die Kamera gucke. Und zwar steht hier, dass man fürs Gesicht und für die Brust einen halben Teelöffel braucht. Mal gucken, ob ich das halbwegs ordentlich einschätzen kann. Aber ich denke, die meisten von uns können sich einen Teelöffel halbwegs vorstellen. So, und davon jetzt einen halben Teelöffel. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein halber Teelöffel. Und dann trage ich das jetzt mal auf. Man soll überall so eine Pünktchen machen. Ungefähr so. Dann auch am Hals. Ja. Wie man sieht, wird das alles auf einmal aufgetragen. Ich arbeite meine Sonnencreme ja am liebsten in mehreren Schichten ein, weil ich dann einfach auch das Gefühl habe, dass ich besser nachjustieren kann. Aber wir probieren das Ganze jetzt natürlich trotzdem aus. Und dann ist ja sogar noch so eine kleine Zeichnung, wie man das Ganze einarbeiten soll. Ich versuche das mal irgendwie zu deuten, weil es relativ klein ist auf dem Bild. So, erstmal im Gesicht. Den Hals. Was das Einarbeiten angeht, merke ich definitiv keinen Unterschied zu meiner normalen Auftragstechnik. Aber ich bin ja auch schon richtig gut darin, meine Sonnencreme einzuarbeiten, weil ich das sehr, sehr regelmäßig mache.
Wer solche Produkte natürlich nur im Sommer oder im Urlaub verwendet, hat dahingehend wenig Übung. Deswegen finde ich das mit diesen kleinen Bildchen auf jeden Fall richtig hilfreich. Ich würde sagen, dass diese Auftragstechnik vor allem für Menschen geeignet ist, die selten in Kontakt mit Sonnencreme kommen oder mit UV-Schutz, also die eher unregelmäßig Sonnenschutzmittel verwenden, weil man hier nicht nur eine Empfehlung bezüglich der Menge hat, also anhand so von Teelöffeln, weil ich denke auch, dass die meisten Menschen sich vorstellen können, wie groß so ein Teelöffel ist. Und dadurch kann man das ein bisschen besser einschätzen und man kriegt eben auch noch so ein paar Informationen mit, wie man das Produkt einarbeiten soll, was man ja bei anderen Auftragsmethoden, wie zum Beispiel der Zwei-Finger-Methode, selten als Info mitbekommt. Und das ist halt auch wichtig. Es ist super wichtig, wie ihr eure Sonnencreme auftragt und wie ihr sie verteilt. Und die Ergebnisse der Studie sprechen ja auch für sich. Die meisten Menschen, die an dieser Studie teilgenommen haben, haben nicht nur mehr Produkt verwendet, sondern haben es auch gleichmäßiger aufgetragen. Und das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, damit euer Sonnenschutzmittel den entsprechenden Schutz bieten kann. Außerdem sehe ich bei dieser Auftragsmethode einen ganz klaren Vorteil gegenüber der Zwei-Finger-Technik, denn damit könnt ihr auch super flüssige Produkte gut einschätzen, was deren Menge betrifft. Dazu gehören zum Beispiel Sonnensprays oder aber auch Sonnenöle. Was sagt ihr zu dieser Auftragsmethode? Schreibt es mir doch gern unten in die Kommentare und ich packe euch selbstverständlich all meine Quellen in die Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich für meinen Teil finde die Herangehensweise richtig, richtig cool, denn alles, was mehr Bewusstsein für die Auftragsmenge und die Verteilung von Sonnenschutzmitteln schafft, ist meiner Meinung nach eine coole Sache und ich würde mir auch definitiv wünschen, wenn Marken sowas öfter auf ihre Etiketten oder ihre Verpackungen dran pappen oder dran kleben würden. Und zwar nicht nur bezüglich der Auftragsmenge und der einzelnen Körperpartien, sondern wie man so ein Sonnenschutzmittel auch am besten auftragen kann.